Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann. Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und ich habe auch heute einen spannenden Gesprächsgast an meiner Seite, virtuell, und zwar Annette. Annette, ich würde mal sagen, wenn man bestimmte Themen im Internet sucht, dann kommt man an dir fast gar nicht vorbei. Und ich habe ehrlicherweise die schönste Vorstellung von dir auf LinkedIn gefunden, gerade gar nicht so lange her. Und ich finde das irgendwie ganz schön, dass du sagst, du möchtest das ganze Thema Entgeltabrechnung aus der Stiefkind-Ecke herausholen und weg von diesem, das ist doch nur ein Klick-Denken. Ja. Und ich irgendwie habe ich das Gefühl, das beschreibt dich mit am besten. Ja. Aber du darfst es gerne in eigenen Worten auch nochmal erzählen. Was machst du eigentlich? Wer bist du? An der Stelle erstmal herzlich willkommen, Annette. Ja, danke, dass ich da sein kann. Vielen Dank. Dieses Thema, man kommt nicht an dir vorbei, das höre ich jetzt in letzter Zeit so oft und das macht mir immer so ein bisschen, ich mache mir immer Sorgen. Ich denke immer, okay, bist jetzt doch ein bisschen zu präsent, aber es hilft ja nichts. Ich habe eine Mission, ja, so kann man es fast sagen, ne? Und ich sag mal, die heißt wirklich, Entgeltabrechnung ist eben nicht nur ein Klick, ne? Also diese Denken, was halt viele Steuerberater auch haben und es, ja, und auch die Angestellten haben, ne? Sie müssen doch da nur mal am PC, gucken Sie doch mal schnell oder machen Sie doch mal schnell, ne? Was da alles dranhängt, wie wir uns belesen müssen, wie wir uns weiterbilden müssen, das, ich weiß nicht, das fällt bei vielen so runter und die das, also die es nicht sehen wollen oder die der Meinung sind, na ja, jetzt gibt's ja da diese Gruppe, ne? Also die ich ja betreue, ne? Also die gibt's jetzt schon ein bisschen länger, aber egal. Die gibt's ja und da könnt ihr ja da die Frage stellen, ja? Also der Sinn der Gruppe ist natürlich Schwarmwissen und Frage stellen und so, aber ich sage jetzt mal, das entbindet den Chef nicht davon, Fortbildung weiter den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Die Pflicht ist halt trotzdem da, ne? Und dafür kämpfe ich so ein bisschen. Ja, also ich muss ganz ehrlicherweise sagen, meine Historie und Erfahrung mit dem ganzen Thema Gehalt und Lohn und so ist wahrscheinlich sehr repräsentativ für so Steuerfachangestellte. Mhm. Und zwar hat man das so ein bisschen mal gemacht, irgendwie eine Ausbildung für ein paar Monate und danach hat man das ganz gerne dann auch wieder abgegeben. Und das lag für mich aber gar nicht so sehr daran, dass es nicht irgendwie spannend wäre oder so wahnsinnig einfach wäre, ganz im Gegenteil. Das Problem ist halt wirklich, wenn man meint, dass das Steuerrecht kompliziert ist, dann hat man sich noch nicht so tief mit Sozialversicherung beschäftigt. Und das ist halt einfach ein Thema, das findet ja so in dieser ganzen steuerfachlichen Ausbildung so überhaupt gar nicht statt. Also weder als Steuerfachangestellter noch Steuerberaterprüfung und so weiter. Sozialversicherungsrecht ist ja dann auch sehr schnell das Eis sehr dünn, was überhaupt man als Steuerberatung machen darf. Hm. Und trotzdem ist das ja super präsent. Und das in der Kombination mit gefühlt dem größten Zeitdruck, den man haben kann, weil wenn bei den Gehaltsabrechnungen, wenn die mal einen Tag später kommt, dann steigen einem sofort die Mitarbeiter der Mandanten aufs Dach. Und die Beiträge dann, müssen ja auch rechtzeitig raus, ne? diesen Druck, den hat man bei so einem Jahresabschluss ehrlicherweise meistens jetzt nicht. Da entsteht auch Druck, aber nicht in dem Maße wie bei diesem Thema. Hm. Und das ist dann so eine Kombination aus fachlichem Anspruch und extrem hohem Zeitdruck und vor allen Dingen auch ganz vielen, wer heißt das so, Stakeholder, die da irgendwie involviert sind und die sofort davon betroffen sind, wenn das mal nicht genau zu dem Zeitpunkt passiert, wo es normalerweise passiert. Das war für mich der Grund, dass ich mich ganz gefreut habe, dass wir bei uns in der Kanzlei immer jemanden hatten, der sich da gerne mit beschäftigt hat. Deswegen habe ich eher großen Respekt vor dem Thema, ja, als dass ich es belächeln würde. Ja, aber ich habe vielleicht auch das Wissen, was vielleicht ein Mandant nicht hat. Also das Problem ist wirklich tatsächlich, dass bei den Steuerfachangestellten das in der Ausbildung, man läuft an der Entgeltabrechnung vorbei, mehr aber auch nicht. Ne? Ja. Also es ist jetzt ist ja eine neue Ausbildungsordnung rausgekommen. Es soll ja alles ein bisschen mehr berücksichtigt werden, aber ich bin immer noch der Ansicht, das kann nicht reichen. Also jetzt hat man vielleicht mal drauf geguckt, ist nicht mehr vorbeigelaufen, jetzt hat man mal raufgeguckt, aber gerade auch was Sozialversicherung angeht,
ist bei vielen Steuerfachangestellten tatsächlich so, dass sie sagen, damit komme ich nicht klar. Ne, das verstehe ich nicht, das ist nicht logisch. Es ist nicht logisch, tatsächlich ist es nicht logisch. Man hat die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme und die muss man wissen oder man muss wissen, wo es steht. Ne? Also das ist das entscheidende Problem an der Stelle. Ich bin ja, sage ich jetzt mal, der klassische Quereinsteiger. Ich bin gar nicht Steuerfachangestellte. Ich habe damals zu Wendezeiten in den Wendewirren meine Ausbildung als Facharbeiter für Schreibtechnik, so heißt das, abgeschlossen. Ein sehr schöner Beruf, klingt wunderbar. Also ich war die Sekretärin oder die Bürokauffrau, anders würde ich es jetzt nicht heutzutage nennen, und habe in der Wendezeit dann tatsächlich, bin ich so in die Zeitarbeit extra bewusst gegangen, um mehr zu lernen, weil das, was ich in der DDR gelernt habe, war jetzt nicht unbedingt in der BRD umsetzbar. Und habe dabei festgestellt, dass mir diese Abwechslung sehr gefällt. Ne? Also das ist so, also ich brauche wirklich Action. Also ich kann da nicht nur so nebenbei und so Larifari, ich sitze halt da im Vorzimmer und mache meine Nägel schön oder so. Das kann ich nicht. Und habe das dann auch zweimal durchgezogen mit der Zeitarbeit, also zwei verschiedene Firmen, dazwischen Kinder bekommen natürlich. Und Zeitarbeit hast du wirklich so aktiv genommen, um einfach ein relativ breiten Einblick zu haben. Um viel zu können, um viel abzugreifen, viel zu lernen. Ne? Und habe dann bei meiner Schwester, die war auch Steuerberaterin, habe dann dort angefangen und die hat immer zu mir gesagt, weil ich immer sagte, naja, irgendwas will ich noch lernen, und dann macht doch Steuerfachangestellte. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Die erste Reaktion von allen. Genau, die hat immer gesagt, du kannst doch mehr. Du kannst doch mehr. Und ich sage, nee, das will ich nicht. Ne? Und dann habe ich da aber aufgehört, weil das wurde mir dann zu groß, mit dem Großraumbüro, das war dann nicht meins. Bin dann, habe dann noch ein Kind auch gehabt, ne, und bin dann irgendwie, habe eine Blindbewerbung bei einer Steuerberaterin bei mir in der Nähe abgegeben, da bin ich tatsächlich immer noch. Die hatte dann ein Jahr später sich gemeldet, hat gesagt, so, wie sieht's aus, ich bräuchte jetzt immer jemanden, ne, und habe dann auch klassisch als Sekretärin angefangen, und irgendwann sagte sie auch, sie können doch mehr, ne, und hat dann gemeint, wie sieht's denn aus, mal den Grundkurs Entgeltabrechnung machen, Lohn und Gehalt, war glaube ich von DATEV, ja genau, war von DATEV sogar, so ein 3-Tage-Kurs, da bin ich dann hingegangen, da habe ich dann so gedacht, so, okay, du kannst gar nichts von dem hier, du verstehst kein bisschen. Hatte genau das Gefühl hatte ich auch, so ein kleiner Blick in den Abgrund gefühlt. Hatte dann aber einen ganz guten Kontakt zu den Dozenten, also der war hatte sich dann auch für mich eingeschossen, weil ich ja extrovertiert, ne? Und hab dann eben halt dummerweise auch als Erste, also dann hat er Lose so verteilt, ne? Das war so mein absolutes Erlebnis dort, ne? Ja, wer muss jetzt dem Mitarbeiter den Dienstwagen erklären, ne? Und verteilte Lose, ne? Das war die Dritte, die gezogen, aber aufgemacht, hab gesagt, Kreuz bedeutet, ich bin nicht dabei, ne? Und er so, nein, das bedeutet, sie sind. Und dann musste ich das erste Mal vor einer Gruppe Menschen etwas aus der Entgeltabrechnung erklären. War etwas holprig, aber es hat mir Spaß gemacht. Und nach diesem Lehrgang habe ich dann ein paar Monate später mit der Entgeltabrechnung auch angefangen. Bin also in die Praxis reingekommen. Zum Glück habe ich eine Chefin, die auch früher Entgeltabrechnung gemacht hat und demzufolge auch meine Fragen, die dann wahrscheinlich dermaßen wahrscheinlich ein bisschen einfach waren, sage ich jetzt mal, gestellt. Aber ich muss ganz ehrlicherweise sagen, das ist in vielen Kanzleien ja durchaus ein Problem. Ja. Also, weil auch als man kann hervorragend Steuerberater oder Steuerberaterin werden, ohne jemals mit dem Thema in Berührung zu kommen. Eben, genau. Und deshalb sage ich, ich bin froh, dass meine Chefin eben halt dort so ihren Drang hatte, das mir auch zu vermitteln, ne, und immer zu erklären. Ich hatte auch von Anfang an gleich so Besonderheiten, so wie Kurzarbeitergeld und so ein Späßchen, ja, habe ich letztens wiedergefunden in den Akten, als ich die vernichtet habe, ich dachte, ach, guck mal an, da war es schon mal so schlimm. Ja, und dann 2015 hat mir dann die Kammern die Fachassistentenlohn und Gehalt, die Fortbildung geschaffen, und mein Chef hat gesagt, jo, das machen sie doch, ne? Und ich hatte das auch vorher gesehen, habe gesagt, das würde ich ganz gerne machen, ne? Weil hast du einen Zettel in der Hand. So sagst du eben, du hast die Macht, ne? Aber hast du was, bist du was? Ja, klassische Quereinsteiger, völlig naiv in die Sache reingegangen, habe gesagt, oh, da ist eine Probeklausur online, guckst du doch mal an, ne? Hab so angeguckt, habe gesagt, du weißt gar nichts. Du weißt gar nichts. Ja, und
dann habe ich die Fortbildung tatsächlich dann irgendwann bestanden und 2016 auch die mündliche bestanden. Und ja, das Thema blieb an mir hängen. Also ich habe, wir hatten damals im Zuge der Fortbildung, also wir Berliner, von der FSB waren wir, wir haben dann bei Facebook eine Gruppe gegründet und haben gesagt, ja, okay, damit wir uns kurz vernetzen können, dass wir die Informationen untereinander weitergeben können, wenn mal einer nicht da ist, machen wir es halt in der Gruppe. Wir wurden dann irgendwann Deutschland. Das ist der Grundstein gewesen. Das ist der Grundstein, genau. Und irgendwann wurden wir deutschlandweit gefunden und wir wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und zuletzt wurden wir immer mehr, als eben halt die Corona-Jahre kamen. Ja. Und wir also praktisch überrannt wurden. Ne? Also das war extrem, wer da so alles zu uns kam und die völlig überfordert waren teilweise die Leute. Und da hat man dann auch gemerkt, dass dieses Thema Fortbildung und in vielen Kanzleien leider Gottes nicht so ernst genommen wurde in den Jahren. Ja, wir hatten deswegen aber auch an der Stelle für alle Zuhörer, falls jeder, der irgendwie mit Lohn und Gehalt zu tun hat, da gibt's, vielleicht sagst du es einmal ganz kurz, wo und welche Gruppe und was finde ich da? Das heißt die Facebook-Gruppe Fachassistent/in Lohn und Gehalt. Also wir haben uns so genannt, wie die Fortbildung war. Inzwischen sind da nicht nur Falks mit drin, also Kurzbezeichnung Falk. Ja. Da sind Entgeltabrechner aus ganz Deutschland dabei. Da sind, wir wurden dann auch von den, von den Fortbildungsanbietern wurden wir gefunden, von den Anbietern für Fachliteratur wurden wir gefunden, die sind alle zu uns gekommen, die Kammern sind zu uns gekommen, die Verbände sind zu uns gekommen. Also wir sind, ich glaube, die größte Community in der Richtung. Also ich lasse mich gerne was anderes belehren, aber wir sind über 7000 Mitglieder inzwischen. Also ja, ich denke, wir sind die größte Community. So ein kleines bisschen bin ich auch in der Branche, aber nein, ist mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. Ja, genau. Eine größere. Also ich weiß, dass es für die Steuerfachangestellten, also für die Leute, die Buchhaltung machen und so weiter, eine größere Gruppe gibt, ja, aber nur was sich nur mit dem Thema Entgeltabrechnung beschäftigt, da sind wir die größte Gruppe. Ja. Aber das ist ja, ich meine, so eine Fachgruppe mit 7000 Menschen, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen Arbeit. Ich sage immer, mein Hobby ist ein bisschen größer. Aber genau, wie ist das für dich? Natürlich, die Gruppe befähigt dich wahrscheinlich gerade, du bist wahrscheinlich fachlich auch top drauf, weil du weißt gerade sofort, was funktioniert. Du kriegst wahrscheinlich sehr früh mit, wann auch welche Software unter Umständen mal zicken macht oder welche, was es da jetzt gerade gibt und so weiter. Du bist wahrscheinlich durch die Gruppe allein schon immer bestens informiert. Ja, schon allein auch, weil wir Dozenten haben, die dann eben halt Beiträge auch bringen und auch Informationen reinbringen. Das ist also wirklich großartig. Und wer regelmäßig bei uns liest, ist auch immer aktuell, up to date, weil also wir bearbeiten natürlich auch Fragen, also Schwarmwissen-Thema, ne? Ja. Also wenn jetzt irgendeiner nicht weiterkommt, wir haben auch Leute, die beispielsweise mit ihrem Programm gerade Probleme haben, ne, und die dann eine Frage stellen, wie kriege ich das da rein, ne? Klar haben die alle irgendwo Anleitungen, aber sie sagen halt auch immer, es geht halt da schneller, ne? Die Leute sind sofort da, die richtigen Ansprechpartner und die geben die Informationen dann, ne? Also es macht Spaß. Wir müssen natürlich auch gucken, was wir freigeben. Arbeitsrechtliche Sachen werden nicht freigegeben. Sozialversicherungsrechtliche Sachen werden auch nicht freigegeben. Also alles, was mit Beiträgen zu tun hat, ja, natürlich, ne, was mit unserer täglichen Arbeit. Aber da, wo eigentlich ein Anwalt drüber gucken müsste, das geben wir nicht frei. Wir haben unsere Gruppenregeln. Wir sind auch ziemlich streng. Also ich sage jetzt mal, Facebook ist ja da nicht gerade so als super nett bekannt. Ne? Da gibt es ja so Leute, die dann eben halt Bemerkungen ablassen, die weniger schön sind, das findet bei mir nicht statt. Also und dafür sorgst du, beziehungsweise und das ist so. Ich und meine Moderatorin, ja, wir knallen die Leute dann raus. Also wer sich nicht benimmt, der fliegt. Ja, eben, und das ist relativ viel Arbeit und darauf will ich gerne mal eingehen. Wie sieht denn dein Tag aus? Weil ich kann mir vorstellen, bei 7000 Mitgliedern, allein das könnte wahrscheinlich ein Vollzeitjob sein, nur da zu moderieren, für Aktivität zu sorgen oder gleichzeitig dafür zu sorgen, dass also falsche Aktivität nicht mehr da stattfindet. Ich habe tatsächlich meinen Vollzeitjob zugunsten dessen reduziert, weil also gerade in den Corona-Jahren, ne, haben wir das Thema mit den Sammelpostern eingeführt und Stellenanzeigen dürfen auch zum Beispiel nicht einfach so rein. Ne? Das ist eine Fachgruppe,
soll jetzt nicht mit irgendwelchen Stellenanzeigen zugehauen werden. Auch dafür haben wir einen Sammelpost. Ne? Wenn jetzt irgendjemand meint, er müsse, er sucht Mitarbeiter, es ist ja nicht nur irgendjemand, es sind ja alle Mitarbeiter, ne? Aber dann in die entsprechende Stelle, alles andere wird nicht freigegeben. Ja, mein Tag ist recht angefüllt, ne? Und ich habe zum Glück eine gute Moderatorin, die da wirklich viel reinschaut und das immer irgendwie entsprechend reagieren kann, wenn ich dann eben halt gerade mal, weiß ich nicht, nicht in der Lage bin, aus welchen Gründen auch immer zu reagieren. Also insofern ist es schon jetzt gut organisiert. In den Corona-Jahren war es eine Katastrophe, um es mal so auszudrücken. Aber wir haben ein System reinbekommen und leider Gottes kann man bei Facebook nicht so viel, sage ich jetzt mal, wie so eine Art Verzeichnisbaum oder sowas aufbauen. Ja. Das geht halt nicht in den Gruppen. Ne? Deshalb muss man schauen, dass die Sammelposts dann eben halt auch gefunden werden und von den Leuten bearbeitet werden. Ja. Und ansonsten, abseits von diesem Vollzeitjob, hast du gerade gesagt, ist kein Vollzeitjob mehr, aber arbeitest du tatsächlich bei der Steuerberaterin, bei der du damals angefangen hast. Und machst, gehe ich mal stark davon aus, Lohn- und Gehaltsabrechnung. Richtig, nicht nur, ich bin auch da die Teamassistentin. Also ja, ich habe meine beiden Berufe letztendlich verbunden zu einem Beruf. Und das ist auch... macht auch Spaß und das ist auch das, weshalb ich dann auch in der Steuerberatung geblieben bin nach meiner Zeitarbeitszeit, weil ich da die Abwechslung habe halt. Ne? Das ist nie langweilig, um es mal so auszudrücken. Also Däumchen drehen findet nicht statt. Das kann ich tatsächlich auch sehr gut mitfühlen, weil tatsächlich bin ich auch in der Steuerberatung gelandet, nicht weil mich jetzt Steuern besonders interessiert, sondern tatsächlich wegen der Abwechslung. Ich konnte mich nicht entscheiden und normalerweise sagt man ja immer, also ich würde mal sagen, BWL-Studenten wirft man vor, dass wer keine Ahnung hat, der studiert einfach mal BWL. Und ich hatte keine Lust auf Studium, wollte mich aber auch noch nicht so richtig festlegen, sondern wollte mal in viele Sachen reinschauen. Deswegen dachte ich mir, ach, Steuerberatung ist vielleicht ganz spannend, dann kann ich ja ganz viele Branchen sehen. Mhm. Und das hat sich bestätigt. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man da die Abwechslung hat, wodurch sich viele Menschen auch überfordert fühlen zum Teil und die das gerne hätten, dass es irgendwie übersichtlicher ist und nicht so abwechslungsreich ist. Aber das war für mich, war das der Grund, warum ich in der Branche gelandet bin. Ja. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, wenn du sagst, das war bei dir ähnlich. Ja, also es ist einfach, in der Zeitarbeit war ich auch mal bei einem beim Bürgermeister eingesetzt, ne? Und da bin ich dann durch das Büro gerannt und habe dann nach Arbeit gesucht, weil ich hätte da nur gesessen, ne? Also das geht nicht. Das kann ich nicht. Das ist dann eine so eine Stelle halt einfach im Budget, die musste ausgefüllt werden, sonst ist das Budget nächstes Jahr weg. Richtig, genau. Wie ist für viele Berufseinsteiger, also hast du ein Gefühl dafür, wer in dem Bereich Lohn und Gehalt irgendwie ankommt oder für wen auch der ganze Themenkomplex irgendwie geeignet ist? Weil ich habe man kommt damit ja nicht wirklich in Berührung. Man kommt generell über die Schullaufbahn auch generell mit Steuern und Steuerberatung wenig in Kontakt, außer man macht vielleicht ein Wirtschaftsabitur, aber da hat man meistens auch eher mit Rechnungswesen und so Wirtschaft zu tun und weniger tatsächlich mit Steuerrecht. Aber mit, ich würde mal sagen, nochmal der Teildisziplin, die ja nur so ein Teil ist, und Sozialversicherungsrecht, kommt man ja noch viel seltener in Kontakt. Ja, das Problem ist halt, was ich ja auch seit Jahren bemängel, dass es keinen Ausbildungsberuf gibt in der Richtung. Ja. Ne? Und der wäre zu füllen. Also wenn wir uns nur mal das Lexikon fürs Lohnbüro angucken, ich hätte es neben mir, ich könnte es kurz hochhalten. Diese Menge Wissen ist jetzt nicht mit einer Woche Ausbildung zu lösen. Und alles andere, was es wird sich ergeben, wenn man erstmal dran sitzt und so, kann nur schief gehen. Also es kann wirklich nur schief gehen. Also ich sehe ja letztendlich in der Gruppe oftmals, was für Fragen kommen. Ne? Also man sieht es ja. Ne? Und man erkennt ja dann auch, dass, sage ich jetzt mal, bestimmte Sachen, zum Beispiel im SV-Recht, nicht verstanden wurden, ne? Und auch nicht umgesetzt werden können. Also dieses Thema, jetzt kam ein neues Urteil, was auch immer, ne? Und wie setze ich das in meiner Praxis um? Das ist oftmals sehr schwierig, ne? Und da brauchen viele Leute erst eigentlich wirklich erstmal die Grundlagen vermittelt und die werden halt in der Ausbildung vom Steuervorangestellten nicht mehr, naja, gerade mal so, mal eine Abrechnung machen oder so. Irgendwie so ein bisschen vermittelt, aber eben halt nicht ausreichend hier noch. Ne?
Also das ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre her auch und es ist natürlich jetzt auch nicht repräsentativ meine eigene Erfahrung, aber natürlich habe ich das gar, auch in dem Bereich mal reinschnuppern dürfen. Wir hatten zwei Kollegen eigentlich bei uns in der Kanzlei. Ja, da habe ich dann auch mal eine Weile mitgearbeitet, aber natürlich habe ich als jemand, der da nur mal reinguckt, natürlich tatsächlich auch nur die Gehaltsabrechnung. Genau, die Klicklöhne, ne? Die sogenannten Klicklöhne. Und das war's, die keine Probleme machen, ne? Das war dann wirklich auch nur ein Klick, aber ich habe ja gesehen, dass das nicht, also dass das eher die Ausnahmemandate waren. Aber das sind dann die, die ich als Steuerfachangestellter auch mal machen durfte, weil man da nicht so viel falsch machen konnte. Richtig, genau. Das war's. Und ansonsten habe ich tatsächlich manchmal so einen Rechercheauftrag bekommen, wo gesagt hat, das und das haben wir, lies mal nach, irgendjemand muss das jetzt mal nachschlagen. Mhm. Das habe ich auch häufiger gemacht, das wusste ich auch, dass das offensichtlich ein Thema ist. Aber wer landet denn eigentlich in dem Bereich oder vielleicht auch anders gefragt, wenn ich jetzt jung bin, Berufseinsteiger bin und ich würde es gerne lernen und gefühlt, ich kann es nirgendwo theoretisch lernen, es gibt keinen Ausbildungsberuf, meine Kanzlei kennt sich irgendwie auch niemand aus. Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Es gibt bei der IHK noch so einen Kurs, sage ich jetzt mal, wo man auch wirklich die grundlegenden Grundlagen erlernen kann. Ne? Ja. Also der ist jetzt wirklich für komplette Newbies eigentlich eine gute Idee. Ne? Ja. Es ziehen jetzt aktuell gerade so verschiedene Stellen nach mit dem Thema, so ein bisschen diese Grundlagen zu vermitteln. Also das war nämlich ein Problem bei der Falk-Fortbildung jetzt in den ganzen Jahren, dass viele, sage ich jetzt mal, Steuerberater der Meinung waren, okay, da hast du die Ausbildung von der Pike auf an und du gehst jetzt in diese Fortbildung und du machst die und dann kannst du alles. Das ist nicht der Sinn dieser Fortbildung. Diese Fortbildung, sagt es ja schon letztendlich fort, ne, setzt ein gewisses Wissen voraus. Ne, und ja, darauf baut es halt auf. Ne. Es ist die Krönung, sag ich jetzt mal, von dem Entgeltabrechner. Ne? Also es gibt leider der dritte Schritt und wenn man den ersten nicht geht, dann. Richtig, genau. Also es gibt, also die Falk-Fortbildung ist tatsächlich was das Thema Entgeltabrechnung angeht, die am umfangreichste und, sage ich jetzt mal, genaueste Fortbildung, die es gibt. Ne? Das sieht man dann auch an der Prüfung, die leider ziemlich schwer ist. Also nicht nur leider, es ist, hat ja, wir haben ja einen gewissen Anspruch, den wir halten wollen, klar. Aber da gab es so auch letztes Jahr ein bisschen Reibereien bei dem Thema. Ne? Da war ich dann auch involviert mit. ich sage jetzt mal, so als so einen Grundlagenkurs zu belegen, geht eigentlich nur im Moment die IHK. Okay. Und ja. Was ich total toll fand, jetzt da, wo ich die Fortbildung gemacht habe, hier in Berlin, die haben jetzt ein Modulsystem seit diesem Jahr eingeführt gehabt, wo eben halt erstmal, oder letztes Jahr war es ja, Ende letzten Jahres, erste Modul ist Grundlagenvermittlung. Zweite Modul ist eben halt dieser Aufbau, der eben halt in Richtung Falk geht. Und das dritte Modul ist dann Prüfungsvorbereitung. Und das finde ich zum Beispiel ist ein absolut genialer Ansatz, weil also damit das Thema wirklich abgedeckt haben, wenn der Steuerberater denkt, mit der Fortbildung kann mein Mitarbeiter alles. Ja, mit der schon, mit der Variante. Aber rein die Falk-Fortbildung setzt halt Grundwissen voraus. Und das zu bekommen, ja, ist nicht einfach. Es sei denn, man hat jemanden, der einem im Büro wirklich die ganze Zeit neben sich zu sitzen hat und einem jeden Schritt erklärt. Und das habe ich Zweifel, dass das irgendeiner zeitlich hinbekommt in der Steuerkanzlei. Und ich glaube, also so ist es in unserer Kanzlei immer gewesen. Aber ja, das ist halt extrem viel Aufwand. Und ja, das ist halt, ja. Aber nicht mehr heutzutage umsetzbar, ne, mit dem Fachkräftemangel. Das ist halt schwierig. Genau. Das ist, nimmt halt leider auch Arbeitszeit von dem Mitarbeiter, der es dann immer erklären muss. Das klingt jetzt alles, ich möchte ja durchaus auch ein Bild zeichnen in der Podcast-Folge von, für wen könnte es denn spannend sein? Das klingt jetzt erstmal nach, oh, es ist stressig und es ist schwierig, da hinzukommen und so weiter. Was reizt dich denn außer vielleicht, dass du viel Einblicke hast? Weil viele Einblicke hättest du ja auch woanders gehabt oder hast du früher auch bei Zeitarbeit gehabt. Warum ist das Thema so faszinierend für dich generell? Yeah. Wieder das Thema, es wird nie Langeweile aufkommen, weil ständig ja irgendwelche Änderungen sind. Ne? Also es manchmal, nicht nur manchmal, man sagt ja oft noch, oh, nicht doch schon wieder. Also jetzt schon wieder was anders und jetzt haben sie wieder was beschlossen und jetzt müssen wir das wieder umsetzen und so.
Aber ich finde das Thema tatsächlich sehr spannend und wie man merkt, brenne ich ja auch dafür. Das ist, ja, ich hätte es selber nie gedacht. Ne? Also als ich in die Fortbildung gegangen bin, habe ich gedacht, ja, lohnsteuerlich kriegst du irgendwie hin, SV wird schlimm. Andersrum. SV kriegst du hin, Lohnsteuer wird schlimm. Das war dann genau andersrum gewesen dann. Ne? Also Lohnsteuer habe ich kapiert, SV war, wie alle sagen, es ist halt nicht logisch. Aber mit den Jahren hat sich's wirklich so ergeben, dass ich dann gerade, also ich lerne durchs Erleben. Ne? Also wenn ich jetzt einen Mandanten habe mit einem bestimmten Thema, da ist jetzt der Rentner, der hat sich jetzt für die Flexi-Rente entschieden beispielsweise, ne? Und dann lese ich mich ein, dann beiße ich mich fest und dann finde ich das absolut spannend und ich liebe inzwischen das Lexikon fürs Lungenbüro. Früher war das so, wenn meine Chefin sagte, gucken Sie doch mal ins Lexikon, dann habe ich gesagt, oh, ich finde doch da eh nichts. Die schon wieder. Und also das war, was ich auch sage, warum ich diese Falk-Fortbildung so liebe, ne? Das war das Erste, wo ich aus der ersten Stunde auch so rauskam und gesagt habe, ich finde etwas in dem Lexikon. Ne? Das war für mich der persönliche Erfolg. Ne? Ich konnte ausschlagen und sagen, ja, da ist es. Und dieses Erfolgserlebnis, ne? Diese Branche lebt eigentlich im Moment sehr durch die Quereinsteiger. Es sind wirklich, wirklich viele, viele Quereinsteiger in der Entgeltabrechnung tätig, weil sie die Leute einfach nicht finden, ne? Weil viele Steuerfachangestellte, wie du ja selber sagst, ne, sagen, ich will es eigentlich nicht machen. Ne? Also genau, ich gar nicht so sehr böse. Erstens, du hast ja als Steuerfachangestellter auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr Grundlagen als jemand, der aus einem anderen Bereich kommt. Ja. Weil man dazu halt wenig lernt, auch wenn sich das, also auch wenn das irgendwie vielleicht intuitiv naheliegen würde, dass es so ist, ist es ja aber faktisch nicht. Mhm. Jetzt vielleicht ein kleines bisschen mehr mit der neuen Ausbildung für die Steuerfachangestellten, aber da auch nicht so richtig. Ich habe davon gar nichts gehört und war deswegen auch nicht mehr qualifiziert als irgendeine Kaufmannfrau für Büromanagement. Ja, eben. Das war es, weil genau die Lohnsteuer an sich, das ist nicht so problematisch, ehrlicherweise. Eben genau, deshalb ist die Logik, die steuerliche Logik, die aus der Ausbildung noch da ist, ne, die kann man ja auf die Lohnsteuer dann wunderbar umsetzen, aber bei der SV ist es dann schwierig, ne? Ja, genau. Und nachdem es dann keinen Ausbildungsberuf gibt, ja, dann überrascht es mich ehrlicherweise nicht, dass die Leute sich von irgendwo zusammensammeln und da dann irgendwie die Mischung aus Abwechslung und auch. Es ist manchmal so ein bisschen so, was Leute an einem Rätsel reizt. Ich meine, es gibt viele Leute, die machen so Doku, weil es irgendwie den Kopf bemüht. Genau, das Ausknobeln. Und man nicht so nicht in diesen Standby-Modus abschaltet, sondern schon auch Probleme knacken muss irgendwie. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich das macht mir am meisten reizvoll ist. Und das ist bei einer Finanzbuchhaltung ehrlicherweise nicht der Fall. Ja. Also da hat man ganz selten mal ein Problem. Also ich lege mir auch sehr gerne jetzt so als Hilfsmittel so verschiedene Excel an und rechne dann auch Sachen manuell durch, wo es ja immer heißt, mach doch das Programm. Ne? Aber ich bin dann so, dass ich sage, okay, nee, den Dienstwagen möchte ich jetzt auch mal manuell berechnen oder ich möchte jetzt dies berechnen, ich möchte jetzt jenes berechnen. Der Gesellschafter, Geschäftsführer wird SV-pflichtig im Rückgang. Wir müssen mal ausrechnen, was es in den vergangenen Jahren jetzt so anfällt. Ne? Also da habe ich für alles mögliche Excel und ich liebe meine Excel und ich arbeite daran sehr gerne und gucke nach und sage dann, wenn dann beispielsweise so ein Prüfbescheid kommt und die kommen auf ein ähnliches Ergebnis, yes, du hast recht gehabt. Ja, also das ist dieses... Also ich beiß mich da wirklich ganz gerne an Themen fest, aber ich bin auch so, dass ich sage, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, mein Lieblingsdozent hat einen wunderbaren Begriff dafür, der sagt immer, wir sind nicht die Miss Marple der Entgeltabrechnung. Also ich werde garantiert nicht dem Mandanten hinterherrennen und sagen, hat der Mitarbeiter jetzt einen Dienstwagen oder hat er keinen Dienstwagen? Ne? Entweder er gibt mir die Zuarbeit oder er lässt es bleiben. Ne? Also ich bin da auch ziemlich rigoros und habe mir die Leute auch ganz gut in der Beziehung erzogen, sage ich jetzt mal. Es klingt immer blöd, aber es ist so, weil meine Prüfungen gehen eigentlich wirklich gut durch. Ne? Ja. Es sind nur die nicht durchgehen, wo sich der Mandant verweigert im Übrigen. Gut, das ist gut. Also ich glaube, das kennt man fast überall in der Steuerberatung, nur dadurch, dass halt Lohn nochmal ein bisschen meistens sehr hochfrequent ist und weil es natürlich auch
genau, sowas wie ein Dienstwagen und so. Das kann man was, was ich erahnen. Auch als großes Problem sehe, also so rein zur Anerkennung dieses Berufsstandes, ne, ist ja nicht nur dieses Thema, Lohn ist nur ein Klick. Es ist halt dadurch, dass es kein Ausbildungsberuf ist, sind ja viele Leute der Meinung, sie können es. Sie können es auch, ne? Sei jetzt mal der Handwerker von nebenan, sagt er, seine Frau, die macht ja die Buchhaltung, die kann ja dann auch die Entgeltabrechnung machen. Das kann ja jeder, ist ja nur ein Klick, ne? Und das sehen wir dann tatsächlich, also haben wir auch gerade gesehen in den Corona-Jahren, wer da so alles reinkam in die Gruppe, und das waren alles, also die völlig überfordert waren, also so komplett ahnungslos, das waren die Selbstabrechner. Und ich sage dann immer, Sie haben einen Beruf, Sie sind jetzt beispielsweise Fußbodenleger. Und warum glauben Sie, dass Sie einen weiteren Beruf so einfach mal nebenbei dazu erledigen können? Kann man nicht. Ja. Ich würde mir auch nicht anmaßen, den Fußboden zu verlegen. Warum denken die, dass sie Entgeltabrechnung mal einfach so machen können? Ja, da gibt es ja Programme für. Und das ist auch etwas, wo ich jetzt mal die Stelle jetzt hier nutze, was mich sehr aufregt. Es gibt eben halt auch gewisse Programme, die so werben. Meine Dame sowieso, die kann das, und dann können sie das auch, ne? Und sorry, aber ich will jetzt keine Namen nennen, aber tut mir leid, die haben sich mit mir wirklich verscherzt, weil das kann eben halt nicht jeder. Und das, unsere Arbeit hat Konsequenzen, ne? Wenn wir irgendwas falsch machen und der Mitarbeiter deswegen beispielsweise keinen Kredit bekommt oder deswegen plötzlich eine Pfändung hat oder was auch immer und das nicht richtig bearbeitet wird, das kann schiefgehen. Das kann richtig böse schiefgehen. Und also ich möchte das nicht als jemand machen, der davon überhaupt keine Ahnung hat. Das würde ich mir nie anmaßen. Ich glaube auch, das ganze Thema Software, am Ende ist eine Software ja ein Werkzeug. Und nur weil ich vielleicht mit dem Hammer einen Nagel reinhauen kann, heißt noch lange nicht, dass ich mit dem Hammer sinnvoll einen Fußboden verlegen kann, um mal in deinem Bild zu bleiben. Das heißt, nur weil jemand ein Werkzeug in der Hand hat, heißt noch nicht, dass er darin jetzt damit auch vernünftig umgehen kann. Richtig. Und ich glaube, das ist sehr, sehr irreführend. Wie du sagst, ja, viele Software werben dann halt damit. Da kann man eine Lohngehaltsabrechnung mitmachen, ja super. Und dann guckt man sich mal an, welche Klicks man drücken muss, damit am Ende was rauskommt. Und wenn sich das Programm nicht beschwert, dann war es ja richtig. Und das Denken ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Weil natürlich auch dieser Spruch macht abgesehen davon, dass jeder eine Software bauen kann. Und also als Softwarehersteller hat man keine Zertifizierungspflicht oder sowas. Mhm. Jeder kann behaupten, mit meiner Software geht das. Ja. Und das, also Entgeltabrechnungsprogramme müssen schon durchaus zertifiziert sein, ja. Also das, sind sie schon hinterher. Aber selbst wenn, also wenn die jetzt eben halt so ein Produkt benutzen, wo sie die Buchhaltung mitmachen können und auch die Entgeltabrechnung mitmachen können, heißt das ja trotzdem nicht, dass sie es können. Ne? Also sie. Ja, aber generell, also ich würde mal sagen, ich liebe Software und Steuerberatung, mag ich immer sehr den Vergleich zwischen, es ist unglaublich schwer, sich in Deutschland irgendwie Steuerberater oder Steuerkanzlei und so weiter zu nennen. Und Software kann gefühlt jeder bauen und keiner hinterfragt, ob diejenigen, die die Software gebaut haben, am Ende dann auch die Ahnung davon hatten. Und das ist so ein bisschen, es steckt schon immer noch auch in der Eigenverantwortung des Bedieners, dass das Ganze, das Ergebnis dann richtig ist. Deswegen, was du sagst, dass du das mal per Hand, um es sehr auf die Spitze getrieben, nachmal rechnest, um Gefühl dafür zu entwickeln, ist das Ganze plausibel und passt das? Und ich würde mal sagen, dieses Verständnis dafür, was ist denn eigentlich grundsätzlich, wäre denn theoretisch eigentlich so ungefähr ein richtiges Ergebnis, das kann einem eine Software halt nicht abnehmen. Genau. Und das ist leider, kann ich mir vorstellen, dass das so irre führt, weil viele denken, ach Mensch, die Software, die kann es ja. Und man dann glaubt, dass man das selbst mit dieser Software dann auch kann. Aber es ist ja nicht nur die Software. Wenn ich auf diese ganzen Steuerberater-Events heute gehe, Tax Arena, Steuerberater-Expo und so weiter, ist gefühlt eine der größten Gruppen, die es gibt, sind irgendwelche Lohnanbieter oder Lohn-Outsourcing-Anbieter und so weiter. Wie siehst du das? Das heißt, es gibt relativ viele Anbieter, die nichts anderes machen, außer Lohn- und Gehaltsabrechnung. Das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass viele Kanzleien einfach die Kapazitäten nicht haben oder das Wissen nicht haben und dann darauf das irgendwie an irgendwen abgeben müssen, weil sonst verlieren sie die Mandate. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ne? Also ich habe selber, um mal aus Nähkästchen zu plaudern, ne? Also einen Mandanten gehabt, eine GmbH, die sind gegangen, weil
ihr neuer Geldgeber meinte, ihr geht dann zu dem und dem dort, ne? Lasst euch da abrechnen, das ist billiger, ne? So, und wir waren da jetzt nicht irgendwie traurig oder so, weil dann haben wir gesagt, ja, gut, okay, wir machen die Übergabe. Bei der Übergabe habe ich dann schon gemerkt, dass bestimmte Sachen mir ein bisschen komisch vorkamen, ne? Also wenn ich eine Übergabe mache, dann gebe ich von mir aus schon bestimmte Dokumente mit raus, also beispielsweise ein Lohnkonto, ne? Das war auch dummerweise mitten im Jahr. Nee, das war zum Anfang eines Jahres so. Und hab praktisch alles zur Übergabe fertig gemacht und die wollten es gar nicht haben. Ne? Und da habe ich schon mal gezuckt. Ne? Also da habe ich gedacht, okay, naja, nee, sie müssen nur abmelden. Ich sage, nee, ich mache, wenn dann eben halt eine Meldung Wechsel des Abrechnungsprogramms, ne? Da gibt es so eine besondere Meldung. Und ich melde nicht die Mitarbeiter ab. Ne? Wir müssen einen Wechsel machen. Nee, wollten sie gar nicht so haben. Ne? Und da habe ich schon das erste Mal zuckt und gedacht, okay, naja, wenn sie meinen. Aber ich habe meine Meldung so abgesetzt, wie ich sie wollte und habe es dann auch getan. Und nach 3 Monaten standen sie plötzlich wieder vor der Tür und haben gesagt, irgendwie läuft das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die haben uns irgendwie falsch abgerechnet. Dann habe ich mir das angeguckt und dann, da sind halt 2 Gesellschafter, Geschäftsführer drin und Gesellschafter, Geschäftsführer sind keine Arbeitnehmer. Ne? So, ja. Soweit ist klar. Und die haben sie als Arbeitnehmer abgerechnet. Also haben die Beiträge zum diesen Beitragsanteil, den ein Arbeitgeber beim privatversicherten Arbeitnehmer übernehmen würde, haben sie halt an einer völlig falschen Stelle hinzugerechnet. Ne? Und das waren so Sachen, wo ich dann gedacht habe, ach, um Gottes Willen, den Dienstwagen falsch abgerechnet und so weiter. Und das hat sich dann, sage ich jetzt mal, als eine ziemliche Katastrophe herausgestellt. Ne? Da kam dann immer mehr dazu. Und also was ich bisher so selber gesehen habe, gerade so von so kleineren Abrechnungsbüros, ist für mich, ich habe halt auch den Falk, ne? Da ist eben halt schon ein bisschen was draufgesetzt auf dieser normal, ich sitze am PC und mache die Entgeltabrechnung. Ne? Aber es war eben halt vieles nicht so schön. Und deshalb bin ich zweigeteilt. Ich weiß, dass sie viel Arbeit abnehmen dem Steuerberater. Ich weiß, dass viele das outsourcen, weil sie die Mitarbeiter nicht finden dafür. Völlig verständlich, völlig klar. Ich weiß aber auch, dass es beim Steuerberater Leute gibt, die Entgeltabrechnung machen, wo ich denke, so, oh mein Gott, das funktioniert noch nicht. Ne? Da muss noch ein bisschen mehr gelernt werden. Also insofern zweigeteilt. Ich denke, wir ergänzen uns, aber ich habe bisher so viele schlechte Erfahrungen in der Richtung gemacht, um es mal so auszudrücken. Ja, auch das natürlich gut zu wissen, als auch wenn man in der Kanzlei arbeitet, aber auch weil ich immer auch die Personen, Menschen im Kopf habe, die eventuell da in dem Bereich arbeiten, wo das ein potenziell auch Arbeitgeber sein kann. Weil ich habe schon den Eindruck, wenn eine Kanzlei irgendetwas auslagert, ist es mit als erstes Lohn und Gehalt. Ja. Weil das sowieso auch per irgendwie so in den Arbeitsprozessen meistens relativ losgelöst ist, weil es halt so ein spezielles Wissen ist. Es ist meistens auch in Kanzleien, selbst wenn die Kanzleien so organisiert sind, dass jeder so seinen Mandant hat, ganz häufig ist mit als erstes Lohn irgendwie separat, weil man genau dieses, ich würde mal sagen, den anderen Blumenstrauß an Wissen und Skills braucht, um das vernünftig zu machen. Und da liegt es dann relativ nahe, das eventuell auch außerhalb der Kanzlei an jemand in die Hände zu legen, zumindest vielleicht näher als Finanzbuchhaltung, weil Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss sind schon irgendwie miteinander enger verbunden, wobei natürlich Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung auch irgendwie miteinander reden sollten, sonst fällt der Firmenwagen halt im Zweifel auch nicht auf, der aber die ganze Zeit in der Buchhaltung existiert und theoretisch weiß der FIBO-Mitarbeiter, dass das da ist. Das heißt, Austausch ist da schon, aber es ist schon auch der, ich würde sagen, der separierteste Bereich und deswegen ist es, glaube ich, für viele Kanzleien auch deswegen und aufgrund des, ich glaube, wahrscheinlich größten Personalknappheit in den ganzen Berufen, den Berufen, die so in der Steuerberatung da sind, liegt das irgendwie nahe. Aber wie du sagst, ist nur, wenn man es abgibt an jemand, der sagt, er macht es, ist so ein bisschen so wie die, nur weil jemand eine Software bedienen kann oder nur weil irgendjemand sich an die Haustür Lohnbuchhaltung geschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass es auch gut ist. Das heißt, man muss trotzdem auch als Steuerkanzlei schon auch zumindest die Fähigkeit haben, das einordnen zu können, ob das Hand und Fuß hat, was da passiert. Weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Kanzlei und ich lagere das aus,
stehe ich ja auch mit meinem Namen dafür da. Genau, ich habe dir ja empfohlen. Ne? Also warum auch viele Steuerberater auslagern, sagen was, wie es ist, weil sie es immer noch als Stiefkind halt sehen, ne? Weil sie denken, sie können damit kein Geld verdienen mit der Entgeltabrechnung, was in meinen Augen eine völlig falsche Einschätzung ist, weil wenn man es entsprechend die Arbeit auch bewerten würde, ne? Also das hat halt was mit Wertschätzung zu tun, ja? Wer Entgeltabrechnung macht, das ist eben halt nicht mit Dumpingpreis abgegessen. Ne? Also es gibt genug Anbieter, ja, die Dumpingpreise anbieten, wo ich dann sage, ja, da hast du das Grundgerüst, und sobald irgendwas Besonderes passiert, wird es da auch teuer. Ne? Das wissen aber die Leute nicht. Die sehen nur, oh, ich zahle da nur 5,50 Euro für eine Entgeltabrechnung. Ja, geil. Hm? Ja, genau. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, ich habe vor ungefähr einer Woche mit einem Kanzleiinhaber gesprochen und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das erste Mal so das ganz, ganz anders eingeordnet hat, in seiner Kanzleistrategie. Also relativ große Kanzlei, und man kann ihm definitiv nicht vorwerfen, dass er als Unternehmer und Kanzleiinhaber einen schlechten Job macht. Der sagt tatsächlich, Lohn und Gehalt ist für uns das wichtigste strategische Einstiegsprodukt, was er verkauft, weil er sagt, das ist das, wo ganz viele Kanzleien halt nicht liefern können. Und er baut insbesondere den Bereich immer aus und verkauft dann quasi die Leistung erstmal nur Entgeltabrechnung an die Mandanten. Und er sagt, das ist so deren trojanisches Pferd, um überhaupt erstmal einen ersten Vertrag zu bekommen. Und sein Ziel ist es dann, über die nächsten Monate und Jahre das dann halt auszuweiten und irgendwann auch die FIBO und Jahresabschluss und steuerliche Beratung und so weiter zu übernehmen. Aber er sagt, der Druck und Bedarf bei den Unternehmen ist tatsächlich bei dem Bereich halt am allergrößten. Ich meine, mal ein halbes Jahr niemanden zu haben, der einen Jahresabschluss macht, fällt nicht auf, dann macht man den halt später. Also das kann man mal machen. Die Entgeltabrechnung kann man nicht mal eben 6 Monate liegen lassen. Richtig. Wenn jemand halt jemanden sucht, der das macht, hat man auch als Kanzlei natürlich die beste Möglichkeit, neue Mandate zu akquirieren. Und der hat das tatsächlich gar nicht so gesagt, das ist so das Stiefkind, was irgendwie mitläuft und was im Preis gedrückt werden muss, sondern hat gesagt, das ist unser Flaggschiff, so cool, was vorne fährt und den besten Eindruck machen muss, weil die Lohnbuchhaltung tatsächlich den ganzen Rest verkauft, und Lohnbuchhaltung ist am einfachsten von allen zu verkaufen, weil da der Druck am größten ist, wenn man da eine Lösung für braucht. Ja. Fand ich auch spannend und ist natürlich wahrscheinlich genau, wahrscheinlich klingt das fantastisch für dich, weil es genau das Gegenteil ist. Ja, aber es ist wirklich das Gegenteil, weil eigentlich ist die Meinung tatsächlich, das ist, damit kann man kein Geld verdienen. Das ist das, was immer gesagt wird. Aber ich finde, das ist wirklich, also Thema Wertschätzung, wirklich wichtig, dass es auch entsprechend viel kostet, weil so wird nie klar werden, was wir da tun eigentlich, ne? Was da alles dranhängt. Ja. So, mit Blick auf die Zeit, sie rennt. Tatsächlich ist einer der Auslöser, warum wir heute hier und jetzt sprechen. Ich habe gehört, du hast an einem Buch mitgearbeitet. Ich habe auch gehört, das war ein sehr, sehr, sehr großes Projekt. Mitgearbeitet ist jetzt ein relativer Begriff. Ich durfte gegenlesen, weil da kam dann mein Erstjob als Sekretärin hinterher zu greifen, ne? Auch, weil ich wollte... habe gesagt, ich mache dann den Krümelkacker, ich gucke mal nach, ich lese, ob recht nach Rechtschreibung, nach Logik, nach ob was fehlt und Kommasetzung in Ordnung ist, und das habe dabei natürlich dann auch das Fachliche immer mal rüber geguckt und habe dann eben gesagt, okay, an der Stelle sind jetzt gerade andere Gesetze, aber nur ein kleiner Randhinweis, aber das meiste haben eben halt die Autoren des Buches wirklich toll gemacht und wirklich großartig. Ich finde es super. Wir haben endlich das Buch zur Falk-Fortbildung. Es gibt ja viele Bücher, sage ich jetzt mal, die sich mit Entgeltabrechnung beschäftigen, aber eben halt dieses eine vom Kiel Verlag, was eben halt sich mit dieser Fortbildung direkt beschäftigt, mit den Prüfungsvorgaben auch beschäftigt, ne, was da auch ein paar Übungsaufgaben dabei hat. Finde ich großartig. Endlich wir haben jetzt 9 Jahre diese Fortbildung und endlich, also ich kann jetzt wirklich sagen, wenn jemand fragt, gibt es denn da was ich noch außerhalb meiner Fortbildung greifen kann? Ja, hier. Und ich habe das Vorwort geschrieben, das dürfte ich auch. Immerhin. Also mitgearbeitet, den Schuh würde ich mir jetzt nicht anziehen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, da eben halt das zu lesen und zu sagen, jetzt, ja, das endlich haben wir es.
Sehr schön. Deswegen an alle liebe Hörer, wenn das ganze Thema Lohn und Gehalt irgendwie spannend klang und klingt und das vielleicht ein Szenario ist, wäre meine Empfehlung, einmal nach dem Buch Ausschau halten und vor allem auf Facebook in der Gruppe beitreten. Da kann man schon mal, ich glaube, wenn man so mal runterscrollt, man kriegt ja, und das mag ich immer sehr in so Gruppen, man kriegt ja auch sehr viel so Stimmung und Atmosphäre mit, wenn man einfach mal mitliest. Man muss ja noch gar nicht sofort eine Frage haben, aber früher... Ja, gut, du bist jetzt auch keine 20 mehr, um es mal so zu sagen, ich auch nicht. Aber früher gab es diese Möglichkeit nicht. Das heißt, man musste sich dann irgendwie an die Versprechungen des Arbeitgebers oder Ausbilders oder die Broschüren, die einem die Kammer in die Hand gedrückt hat, vertrauen, dass das denn so stimmt, was da ist. Und das mag ich eigentlich sehr an dieser Social-Media-Zeit, dass man überall auch echte, ehrliche, ungefilterte Einblicke bekommt, wie etwas auch in der Realität aussieht. Und dafür mag ich tatsächlich sehr dieses ganze, diese ganze Social-Media-Welt. Hat auch Nachteile, aber in dem Bereich, hast du ja erzählt, ihr seid durchaus aktiv im Moderieren, dass ihr da die Qualität hochhaltet. Genau. Ist das, also, glaube ich, ein spannender Blick wert. Schön bei uns, wir haben sogar Verlosungen. Also insofern kann ich nur empfehlen. Einfach mal vorbeischauen. Und ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch vielen, vielen Dank an die Hörer für eure Zeit. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und danke dir, Annette, für dein. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.